Ja, hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt-Konz Marathomi. Heute am 11.04.2022 bei wunderschönem Wetter. Jetzt endlich hat sich der Winter doch nochmal verabschiedet. Ich denke, jetzt dürfte es wohl mit dem Winter gegessen sein. Wie auch immer, heute ist wunderschönes Wetter und das will ich heute nutzen, an dem Bolger hängen, etwas spazieren zu gehen und die Sonne zu genießen. Und hier blüht es wunderschön. Ich zeige es euch gleich dann noch im Detail. Ja, hier kann man jetzt eine richtige Blütenpracht genießen. Ach, ist das schön. Hier blühen jetzt die Buschwindröschen so schön. War vielleicht ganz gut, dass der Winter nochmal sich zu Wort meldete. So ist der Frühling dann, zieht sich der Frühling dann doch noch ein bisschen in die Länge, bevor dann der Sommer kommt. Ja, das ist heute eine herrliche Pracht. Und jetzt geht es den Berg hoch, hier die Hänge hoch, weg von der lärmenden Straße. Da ist heute richtig viel Verkehr. Das Wetter heute ist einfach ein Traum. Und es soll die nächsten Tage noch deutlich wärmer werden. Heute Morgen war es noch richtig eisig kalt. Ja, heute Morgen war ich beim Arzt, beim Lungenfacharzt nochmal und habe eine Allergentestung machen lassen. Das sieht man hier noch schön, die Pusteln, die meine Gräserallergie und andere Pflanzenallergien dokumentieren. Ja, am Wochenende waren wir auf Tauschstach in Coburg, musste ich wieder schwere Taschen schleppen und ich spüre es jetzt im Kreuz, ich bin echt nichts mehr gewöhnt. Habe mich mir ein bisschen Kreuzschmerzen hinzugezogen, muss ich in Zukunft besser aufpassen. Die Lasten vielleicht ein bisschen besser verteilen. Ja, einen Film konnte ich diesmal in Coburg nicht machen, weil ich meine Kamera vergessen hatte. Aber wir waren anderweitig genügend beschäftigt und es war richtig schön, wieder mal unter Leute zu kommen. Endlich normalisiert sich die Lage nach über 2 Jahren Corona. Das ist richtig angenehm, da bin ich richtig dankbar, dass sich das Leben wieder normalisiert, auch wenn es viele Deutsche weiterhin gerne ihre harten Maßnahmen haben möchten, sind zudem überängstlich und versauen sich dadurch ihr ganzes Leben. Wenn man vor allem und jeden Angst hat, dann hilft nur eins, da muss man sich unter eine Glasglocke setzen und die muss schon stabil sein, weil da kann ja auch noch was passieren, kann ein das Hausdach auf den Kopf dann fallen oder sonst was. Und auch hier könnte jetzt was passieren, könnte ja ein Ast, ein moscher Ast runterfallen und dann war es es. Das ganze Leben ist gefährlich, aber es ist auch schön. Ja, hier sind die Obstbäume noch nicht so in Blüte. Da hinten blüht einer. Schauen wir mal, vielleicht blühen weiter oben noch ein paar Bäume. Lassen wir uns mal überraschen. Es waren halt die letzten Tage, waren nachts sehr kalt. Es war noch mal richtig winterlich. Und da sind auch einige Blüten erfroren. Bei uns halt auch die Magnolien. Teilweise, muss man sagen, nicht komplett. Anderswo sind sie komplett erfroren. Hier Feuchheim ist doch etwas milder als viele Regionen. Dann sind solche Wintereinbrüche vielleicht nicht ganz so schlimm wie anderswo. Aber wie wir jetzt am Sonntag zum Tauschtag von Coburg, da lag in der Früh noch richtig Schnee, so 5 bis 10 cm Schnee. Es war richtig winterlich. Ja, jetzt sah ich gerade einen Specht, da fliegt er weg. Könnte sogar ein Grünspecht sein. Ja, langsam grünt es. Auch hier bläst jetzt ein ganz schöner Wind. Das ist immer mit Filmaufnahmen nicht so gut. Ich filme schon in die Richtung, wo der Wind vielleicht nicht ganz so rauscht. Und jetzt geht es gleich einen Berg hoch. Ich zeige es euch mal. Hört ihr jetzt gleich das Windrauschen zudem. Ja, hier hat man wieder eine herrliche Aussicht. Hier Blick in Richtung Rathener Kanzel. Das sind alles 500er. Und da das Walberler, wo jetzt die Frühlingsblumen wahrscheinlich alle blühen oben auf dem Gipfel. Da gibt es ein paar so versteckte Plätze. Aber ich will es eigentlich nicht im Film zeigen, weil da sonst nur alle möglichen Leute dann hingehen und die Blumen zusammentrampeln. Das Walberler ist einfach überbelastet mit Besuchern. Und hier mein Hintergrund, den Hetzles, der ist auch über 500 Meter hoch. Und hinter den Walberler ist dann die Fränkische Alb und die Fränkische Schweiz. Und hier blühen wieder die Schlüsselblumen. Hier blühen noch mehr Schlüsselblumen. Das sieht doch schön aus. Und hier blühen Veilchen.
hier liegen Muschelschalen herum. Woher die kommen, weiß ich auch nicht. Hier blühen wieder wunderschön die Schlüsselblumen. Gibt es richtig viel, wo weniger gedüngt wird, gibt es meist mehr Blumen. Und hier ist wieder dieser Lost Place, was da auch immer mal früher war. Da ein Haus stand, eine Burg oder sonst was, ich weiß es nicht. Man kann jedenfalls noch sowas wie eine Grundmauer erkennen. Hier blüht es auch wunderschön. Da stehen die Sträucher auch schon schön in Blüte. Schön, wie es so blüht. Steht jetzt wieder alles voll in Blüte. Ein Pfauenauge. Sonnt sich da gerade. Nektar sehe ich jetzt hier keinen. Ach, ist das heute schön. Welch ein Genuss. Sieht auch interessant aus, was da zwischen den Büschen so alles sprießt. Im Sommer, wenn dann die Sträucher alle Blätter tragen, dann sieht man das ja gar nicht mehr. Da kommt man auch hier gar nicht mehr rein. Ich meine, ich gehe jetzt hier auch nicht rein. Ich denke, dass jetzt auch langsam die ersten Zecken wieder rauskommen. Da muss man aufpassen. Will ja auch keine Borreliose oder dergleichen einfangen. Ja, durch den Schnee hat der Boden wieder viel Feuchtigkeit aufgenommen, wie man es hier jetzt auch merkt. Hier ist alles recht matschig oder sumpfig. Es ist sehr nass. Aber das ist gut, wenn Feuchtigkeit im Boden ist. Man weiß ja nicht, wie der Sommer wieder wird. Hier blüht es auch so wunderschön. Keine Wanderung ohne Baumpilze. Die gehören einfach mit dazu. Da sah ich jetzt auch gerade eine dicke Hummel, aber die ist schon wieder weggeflogen. Jetzt geht schon wieder zurück zum Auto, macht aber noch nicht aus. Können noch ein paar Filmszenen kommen. Auf alle Fälle bedanke ich mich schon mal für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat der Film genauso gut gefallen wie mir diese kleine Tour. Wenn er euch gefallen hat, dann bitte liked ihn mit erhobenen Daumen. Ich freue mich über eure Kommentare. Fragen versuche ich wie immer zu beantworten. Und ganz besonders freue ich mich natürlich wie immer über jeden neuen Abonnenten. Demnächst kommt jetzt auch wieder mal ein Sammlerfilm. Jetzt die letzten paar Tage konnte ich jetzt relativ wenig mit Filmen machen. Aber ich denke, in nächster Zeit kommt wieder so das eine oder andere. Ja, sage ich schon mal auf Wiedersehen, aber macht noch nicht aus, wie schon gesagt. Hier blühen noch schön die Buschwindröschen. Ja, es blüht und grünt. Wie heißt es? Grün, so grün, wenn Spahn jetzt Blüten blühen. Und jetzt höre ich auf mit dem Singen, weil sie jetzt gleich alle ausmachen. Weil meine Gesangskünste, naja, wollen wir lieber nicht drüber reden. Und mit diesen wunderschönen Blumen verabschiede ich mich nun endgültig. Leider rauscht im Hintergrund wieder mal die Straße so sehr. Und hier ist auch noch eine Stockente unterwegs. Auch ein Erbel. Da hinten schwimmt auch noch ein Erbel. Vielleicht brüten die hier.